Die werden jetzt auch da angequatscht und aufgefordert, wahrscheinlich die Musik nicht mehr anzumachen, keine Ahnung. So. Keine Ahnung. Also, wenn wir Bruder und Sender haben, müssen wir auf den Weg gehen mit der, ja? Der hat ja reingenommen. Ja. Völlig übertrieben, finde ich das. So, der Verkehr geht jetzt wieder weiter. Dann sind hier schon die ersten Autos kommen. Und anscheinend ist es jetzt hier vorbei. Nee. Super, nur super. Da hinten sind noch ein paar Leute, aber ich weiß nicht. Hier angefahren, gib euch das an, geil, Alter. Yeah. Kannst du ja nicht stehen, weil die stehen auch hier. Da sind sie fleißig am Sammeln, weil es sieht wirklich krass aus. Überall, überall Dreck, Alter. Überall Flaschen, Flaschen, Flaschen. Auf dem Weg hier überall. Ja, so sieht das aus. Die andere Seite der Medaille. Aber hat ja was Judith, weil er kriegt Geld. Und der Müll ist noch weg. Aber guck mal, das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Das ist sein Bike. Das ist sein Bike, sag ich gerade. Da hat er noch eine Kiste. Ja, und ich muss irgendwie noch da. Das Haus da rum zeigt mir meinen Weg nach Hause. Ich würde sagen, das war das Ende dieser Veranstaltung. Und ich war echt von... Na, nicht von Anfang an dabei, aber ganz schön lange dabei. Hier sitzen sie noch so richtig schön auf der Wiese. Da wurde extrem angestrahlt, diese Teil, dieses Stadion. Ganz kurzes Car-Session-Video. Kickt euch mal die Karre an, Alter. Huhu. Discovery. Ich glaube, das ist ein Dodge oder Chevrolet oder was. Auf jeden Fall überkrass das Teil, Alter. Ist mir ja nicht aufgefallen, weil ich habe den Meister da hinten betrachtet. Ich mal ganz kurz hier vor und kicken, was das ist für eine Karre. Discovery. Tagchen. Ich
installiert, aber ich habe die Klasse von so lang. Bei Getränke Hoffmann hat sich jetzt umgeleert, komischerweise. Ich denke, die müsste jetzt alle voll sein. Jetzt hat man noch Durst. Ja, Alter, geil. Geil, Alter. Ich hier altet. Ich könnte jetzt nicht erkennen, was es ist. Auf jeden Fall geil. Ja, jetzt sind wir eigentlich wieder an der Kreuzung, wo ich gerade vorhin die ganze Zeit stand. Und jetzt geht's nach Hause. In diese Richtung. Yeah, und damit sage ich erstmal tschö mit Ü wahrscheinlich, weil ja, der Akku wird gleich ausgehen. Rin hauen. Ich muss krank sein. Ein Bier habe ich noch. Also brauche ich gar nicht drin, zum Glück. Aha. So, ich wünsche mir schön nach Hause gehen. Ich melde mal den. Das ist auch ein gutes Bild. Polizisten müssen Oma pinkeln gehen. So, jetzt noch mal kurz in den Park gefilmt. Da werden die Leute jetzt auch weggeschickt, beziehungsweise aufgefordert, keine Ahnung, ich sag mal so, das Schlachtfeld zu verlassen. Weil vorhin saßen da überall noch Leute irgendwie und jetzt, wie gesagt, haben zwei Polizisten da gerade jemanden aufgefordert, dass sie da aufstehen. Vielleicht dürfen sie nicht mehr sitzen, nee, keine Ahnung. Guck mal, die werden jetzt aufgefordert, da zu gehen, seht ihr das? Tja. Da könnte es natürlich Stress geben, weil einige das nicht einsehen, aber ja gut. Puh. Na gut, ich hau jetzt hier auch auf jeden Fall ab, weil das war's. Ringehauen, tschüss gesagt, bye bye. Zug der Liebe und ich war dabei, juhu. Das war cool. Ich glaube, mein Kind. Cool. Aber gute Musik. Hier ist noch Mucke. Da tanzt noch einer. Noch ein paar Leute. Das ist der DJ von vorhin. Ja, das sieht abends eben alles anders aus hier. Ne? Die Leute warten auf ihren Bus. Die hauen ab. Da ist die Brücke. Also in die Richtung Musik auch. Hier geht noch die Party ab. Ja, hier war eigentlich auch ein geiler Platz. Und unser DJ haut jetzt hier ab. Direkt hinterher fahren, ja. Ja, die letzten Überbleibsel sind das hier. Das war Berlin, Zug der Liebe. Das ist eine Big City. Big City, Berlin. VW-Bus eben vorbei. So ruhig ist Berlin nur bei Nacht. Da geht es auf jeden Fall noch ein bisschen ab.